Ja, heute machen wir unser Pop-out, was wir hier gegossen haben. Hintergründe habe ich gemacht. Hier habe ich mich jetzt für einen blau-weißen vermischten mit bisschen Glitzer entschieden. Mal gucken, wie es geworden ist. Hier habe ich einfach nur, ja, habe es einfach nur aufgefüllt, weil ich dachte, na gut, ich dachte, mein Mann dachte, das sieht vielleicht auch ganz toll aus. Wir werden sehen. Hier ist es bei weiß geblieben, bisschen Glitzer im Hintergrund bei den Geschichten mit dem Tannenbäumen und den Schneeflöckchen, das sind ja die Farben, da bin ich am meisten gespannt. Und hier natürlich auch einmal Haare mit Glitzer und Weiß und ja, habe ich hier ein bisschen, na, Pink oder Rosé Glitzer Hintergrund. Warte mal, ich mach mal einmal Licht aus, welches ist besser gemacht und ja, so ist besser. Weil ja die Blüten auch so waren. Dann machen wir mal zum Schluss, mal gucken. Fangen wir mal mit dem an, was wir sehen. Jo. Matt war ja zu erwarten, die Form war ja matt. Muss also noch, ja, werde ich noch zum Glänzen bringen, die ganze Sache. Aber so sieht ganz cool aus. Ich bin mal gespannt, ob irgendwas noch mit den Pflanzen passiert. Hier sind natürlich ein paar Luftblasen. Seht ihr das? Da so ein paar. Ja, aber so sieht es erstmal. Ist ja, wie gesagt, war ja nur Versuch. Ich bin nicht gespannt. Mal gucken, wie es von der anderen Seite aussieht, wenn es glänzt. Also, wartet mal, guck mal. Ich habe nämlich vorhin schon mal was anderes noch gemacht. Und ja, wenn man das, also das ist jetzt nur so ein Probegucker. Wenn man das natürlich nachher nochmal richtig auf Glänzen gebracht hat, dann sieht man nochmal besser. Aber so sieht es doch ganz gut aus, oder? Ja, wie gesagt, wird jetzt gleich wieder matt, weil der Kapsel noch ein bisschen feucht gemacht. Aber so, finde ich dann schick. Dann die Weihnachtsteile. Fangen wir mit dem, ich glaube, hier waren die, na, die komischen Männchen drin, aber. Na, ist das geil? Wie geil ist das bitte? Auch mit den, ich muss mal kurz selber gucken. Keine Luftblasen. Die Styroporkugel, das sieht ja wohl mal Hammer aus. Also ich finde es total cool. Geil. Den Glitzer, ich hatte da noch ein bisschen Glitzer drin und dachte, sieht aus ein bisschen, sieht aus ein bisschen, sieht ein bisschen aus, als wenn Schnee fällt. Finde ich cool. Ist jetzt relativ groß, also wenn man das jetzt mal so guckt, aber geil. Ich sag mal so für als Weihnachtsdeko oder als kleines Geschenk oder vielleicht hier mit so zwei kleinen Ösen und dann so an Fenster oder irgendwo hingebappt, an Spiegel oder weiß ich nicht. Finde ich schick. Und glänzt und glitzert. Guck doch mal. Sind die süß? Finde ich gut. Der ist ein bisschen verrutscht, aber gut, wie gesagt, das war jetzt hier alle Versuche. Versuche war jetzt hier alle. Das war alles ein Versuch. Und ich bin aber echt, ja, ich finde es toll. Ist auch nicht so dick und fett geworden. Ich hatte erst Angst, dass es ein bisschen zu dick wird, aber ja, also der Hintergrund ist auch halt schick. Finde ich, der ist geil. Guck doch mal. Oh, hab ich das gut gemacht? Seid doch mal ehrlich. Kommt. Hat sie gut gemacht. Hat sie das Experiment geglückt, würde ich sagen. Also soweit. Finde ich richtig schick. Toll. Seht ihr jetzt? Ist die Form glänzend drin? Ist das Ding unglänzend? Kaum noch Arbeit mit hinten, ein bisschen abgeschliffen, fertig, aber geht mal. Sieht cool aus, oder? Nicht so dick, nicht so fett. Geil. Sehr, sehr geil. Finde ich schön. Ja, Moment, Schildchen hier weg, sonst spinnt die Kamera gleich wieder. Ein bisschen. So, machen wir weiter. Machen wir hier weiter. Machen wir mit den Dingern weiter hier. Ah, der ist auch ein bisschen verrutscht. Aber sind ja auch ein paar Styroporkügelchen drin und ein bisschen blauen Blätterflitter hatten wir ja. Nick hat was. Mal gucken, wo die anderen sind. Ich glaube, wir hatten nur zwei Weihnachtsbäume oder so. Ah, guck mal, ist das cool. Das mag ich. Wie gesagt, ich habe überhaupt noch keinen Plan, was ich mit den Dingern anstellen werde, aber vermutlich werden das. Ich weiß nicht, für was nimmt man sowas? Wir hängen uns sich am Baum. Oder ich mache so ein paar kleine Handyanhänger draus. Genug Nichten und Cousins und Cousinen habe ich ja. Gibt's halt mal sowas. Jo.
wie es glitzert. Da wird ja gleich wieder ganz. Ha! Stehe ich ja drauf. Ich muss mal hier ein bisschen rücken, glaube ich, wa? So, ja, jetzt ist besser. Finde ich gut. Hier mit der großen, dicke Flocke. Schick, oder? Ja, aushalten nur so was. Finde ich gut. Man könnte die ja auch so als, wenn man so verschiedene macht, ich weiß ja nicht, wie viel man braucht, aber so Mühlespiel. Oder so. Ich finde es schick. Ich finde wirklich schick, die Dinger, wa? Wieder auch mit den Styroporkugeln da hinten. Hat halt was, ne? Mag ich. Hier müsste noch ein Bäumchen. Ne, haben wir nur einen Baum eingegossen? Mann. Dann ist der auch noch schief geworden. Cool. Cool, cool, cool. So, jetzt wollen wir Farben machen. Ne, wir machen einmal, einmal das Unkraut raus hier. Das war ja die Blume, die Pflanze. Ja. Ist jetzt nicht so der Brenner, aber hat auch die Farbe verloren. Sieht man das? Ja, ne? Das hier, das ist nicht vom. Oder ist das vom Glitzer? Doch, das ist glaube ich vom Glitzer. Aber trotzdem ist die Farbe halt weg von dem. Das hatte ja noch so ein kleines bisschen lila in den Blüten, das ist weg. Aber gut, ich finde es jetzt, ja, sieht halt. Weiß ich auch nicht. Für einen Magneten reicht's. Bei mir wird es werden alles Magneten. Und aber mit dem Glitzer, das finde ich ganz. Ganz neckisch, trotzdem. Aber wie gesagt, das war. Ja, warum das die Farbe hier behalten hat und das die verloren hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, ob das überhaupt hält, weil ich habe ja ganz viel gesehen, da wurde das irgendwie noch grün und hat Blasen geschlagen und keine Ahnung was. Mal sehen, was damit noch passiert. So, wollen wir Farben machen? Wir machen Farben. Ich habe sowieso nichts entscheidet. Ach, kick mal einen an. Da ist er, der verschollene Sohn. Der Bäumchen. Natürlich mit Luftblase. Aber wenn ich da noch zwei Stellen aufklebe als Tannenkugeln oder so. Ja, wie gesagt. War ja Versuch. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall geglückt. Also die finde ich, sind toll. Jetzt kommt aber Farbe. Hier hatten wir, könnt ihr euch noch erinnern? Hier hatten wir die Schicht, oder? Seht ihr das? Dieses Pigment? Ist das geil? Guck doch mal. Wie cool. So als, wie gesagt, ich habe mir noch so kleine Handystrüppchen bestellt, so als Anhängerchen. Geil. Cool, cool, cool. Hier hatten wir auch geschichtet, hier war die andere Farbe, wa? Hatten wir da, ja, seht ihr? Ihr müsst jetzt sehen. Diese Goldpigment da mit drin. Und finde ich ganz cool. Warum ist das? Ah, hier haben wir die richtig gerührt, Leute. Seht ihr das? Das ist nicht richtig gerührt, aber in dem Fall ist das eigentlich völlig, ich drück's jetzt, Banane. Ich sag einfach Banane. Weil der eh so ein Muschel, Dings ist. Das war das, wo ich mit dem Zahnstocher durchgezogen hatte, wo der in den Fleck reingefallen ist, natürlich. Ja, gut. Das wäre auch so ganz schön verrührt gewesen durch die Zahnstocher-Aktion und durch das, ja, hier, wo drin gelaufen ist, natürlich noch mehr, aber gut, wie gesagt. Ja, ist jetzt nicht ganz so der hübsch wie die anderen Beeren, aber ich mach's trotzdem. Ich mach's ja sowieso immer alle. Hier ist auch das gekippte. Ja, das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so dolle. Also ich mag es, glaube ich, lieber, wenn das hier, wie so geschichtet ist. Sieht zwar auch gut aus, ist aber halt, ja, lila, blau, fertig. Und hier ist halt mal so gelb und rot, und aber hier ist auch schon wieder orange. Orange, mein Kind sagt immer orange, das heißt orange. Nein, bei denen heißt es orange. Ja, das ist auch nicht so schön jetzt mit dem. Aber wir haben echt nicht gut gerührt. Oder ist das die Form? Das ist doch nicht die Form, oder? Nee, das ist kacke gerührt. Ja, hier nochmal. Ja, sieht man halt, dass nur ineinander gekippt ist, aber gut. Wie gesagt, hübsch ist es trotzdem. Also das, die Beeren gefallen mir bis jetzt am besten, muss ich sagen. Von diesen Farbgeschichten. Aber dafür haben wir das ja gemacht, um das mal auszuprobieren. Und das ist. Ja, auch das gleiche in grün, in blau. Ja, wie gesagt. Kleinen Magneten rein, fertig ist die Laube. Oder ich weiß auch noch nicht. Mal sehen. Aber so, mit dem Blitzer. Finde ich das ganz schick.
Jo. Aber wie gesagt, das Grundprinzip war ja gucken, was passiert, wenn wir Farbe kippen und jo, schick. So, jetzt kommen die Haare. Na, da bin ich ja gespannt, wie ein Flitzebogen. Natürlich ist der Stern ein bisschen schief. Wie sollte anders sein? Aber es ist, wie es ist. Da sind sie. Die ersten Locken von meinem Kind. Die ersten Locken. Wir haben übrigens, ich glaube, zum zweiten Geburtstag war der erste Haarschnitt fertig. Und das ist nicht viel, war das, was man abschneiden konnte. Weil der Bengel einfach irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Cool. Finde ich gut. Kommt jetzt ein Schlüsselanhänger. Und dann. Irgendwas kann man hier nochmal sehen. Vielleicht kann man hier noch irgendwas aufkleben. Ich ärgere mich ein bisschen, dass der Stern so schief ist, aber gut, wie gesagt, der Aufkleber, das ist auch so ein oder Puffy-Aufkleber. Das ja, treibt hoch. Sie sehen das so, sie seht ihr das? Da natürlich auch ein paar. Sieht man das? Kommt er? So ein paar Luftblasen. Aber weil das ja ein weißer Hintergrund ist, ist das völlig Banane. Und man sieht es nicht. Jetzt im Nachhinein hätte man den, die ganze Sache auch noch ein bisschen hochschubsen können, aber wie gesagt, hier oben ein paar blaue Steine oder was und dann ist das fertig, das Ding. Cool. Hätte ich ohne nicht ganz so fett gießen müssen, aber ja, wie gesagt, Versuche macht Lure. Am meisten begeistert bin ich von den Dingern hier und das finde ich toll und das finde ich toll. Das finde ich toll, ja, das ist so. Das andere ist halt, wir haben mal geguckt, was, also das sind die tollen Sachen. Und das sind die, wir haben es versucht, Sachen. Aber sie sind auch toll. Also wie gesagt, die Farbdinger, ja, sind halt auch nicht schlecht, ne? Die gehen auch noch. Hier ist jetzt ein bisschen unglücklich, ja, hier sieht man nicht viel. Gut, das geht auch vielleicht noch. Aber ja, Luftblase, bisschen schief. Aber okay, wie gesagt. So an sich und das ist halt ja einigermaßen Unkraut. Ne, wir sehen hier irgendwas aus dem Sträuchlein. Aber die Dinger sind echt Bombe, oder? Seid doch mal ehrlich. Sind die geil? Die Teilchen. Wie der hier läuft im Schnee, der dicke Schneemann und die euren die Pfefferkuchenviecher hier. Finde ich cool. Toll, finde ich gut. Wie sag ich schon 100 Mal gesagt, warum ist denn diese Flocke hier weiß? Seht ihr das? Die ist weiß. Fehler im Detail. Und die anderen glänzen. Das ist wahrscheinlich dabei, weil in dieser ganzen Packung ist wieder eine Flocke, die kein Glänzzeugs abgekriegt hat. Und wer erwischt die? Ich stehe. Ecke. Aber es ist auch real. Schick ist sie trotzdem. Ich mag's. Der Hintergrund ist auch cool, weil man ohne Spach ein bisschen die Kanten weg und fertig ist die Laube. Schick. Prima. Gut, das war's. Ich will euch nicht weiter auf den Sack gehen, will euch nicht weiter belästigen hier auf dem Sonntagabend. Und ja, hoffe, ihr habt ein bisschen dazugelernt, so wie ich. Also, ja, haben wir gut zusammen gemacht, würde ich sagen. Finde ich schick. Prima. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.